Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrell.de. In diesem Video möchte ich den Zusammenhang zwischen Integral und der Fläche einer Funktion, die sie einschließt, mit der x-Achse zeigen. Als Beispiel dazu möchte ich auf das Integral von 0 bis 2pi von minus Sinus von x berechnen, also über die gesamte Periode. Integral von 0 bis 2pi minus Sinus von x dx. Überlegen wir uns das erstmal, was das eigentlich grafisch bedeutet. Der Minus Sinus von x, das einfach Sinus x an der x-Achse spiegelt, als Skizze hier, dann ist das hier Pi und das hier hinten 2Pi. Die Fläche, die wir berechnen, oder das Integral, sie berechnen also von hier bis dahin und diese Fläche natürlich das da und das da. So, dann brauchen wir die Stammfunktion von Minus Sinus x. Wir wissen, die Stammfunktion von Sinus x ist Minus Cosinus x. Das Vorzeichen ist hier verkehrt, also haben wir hier die Stammfunktion Cosinus x. An den Grenzen natürlich von 0 bis 2pi ausgeleitet. Das heißt, wir müssen jetzt Cosinus von 2pi rechnen. Minus Cosinus an der Stelle 0. Cosinus von 2pi ist 1, Cosinus von 0 ist auch 1, also steht hier 1 minus 1 gleich 0. Das Integral von 0 bis 2pi von minus Sinus x ergibt also 0. Wir sehen aber hier drüben, die Fläche kann nicht 0 sein, da muss irgendwas passiert sein, das wir uns noch nicht erklären können. Und damit wir es viel erklären können, schauen wir uns einfach mal zuerst diesen Teil hier vorne an. Also wir gehen jetzt nur bis pi. Integral von 0 bis Pi von minus Sinus x dx. Naja, die Stammfunktion bleibt natürlich gleich. Wir müssen jetzt nur die Auswertungsgrenzen ändern von 0 bis Pi. Dann steht hier also Cosinus von Pi minus Cosinus von 0. Der Cosinus von Pi ist minus 1. Der Cosinus von 0 ist 1, also minus 1, minus 1, wir haben ein Integral von minus 2. So, und hier seht ihr das Problem, eine Fläche ist für uns nie negativ. Eine Fläche ist immer positiv. Und das Integral hier hat auch die orientierte Fläche. Das heißt, alle Integrale von Flächen, die unterhalb der x-Achse sind, haben ein Minus als Vorzeichen, sind also negativ. Und wenn es heißt, in der Aufgabe berechnet die Fläche, müssen wir das uns verdeutlichen und müssen einfach die Nullstellen zuerst suchen und dann die Integrale nur von dem einen bis zur nächsten Nullstelle berechnen und so weiter, um das Problem zu umgehen. Also bei Flächenberechnung immer zuerst prüfen, gibt es Nullstellen oder gibt es keine. Weil wenn ihr die nicht beachtet und das komplett durchberechnet, heben sich positive und negative Flächen, positive und negative Integrale einfach aus und es kann sowas passieren, dass wir eine Fläche 0 kriegen. Oftmals ist es aber so, dass einfach eine Fläche größer ist als die andere. Und dann merkt ihr das gar nicht, da kommt irgendein Wert raus, der aber nicht stimmt, weil ihr einen davon einfach negativ gerechnet habt. So, dann, da ihr seht, da hier insgesamt 0 rauskommt, ist diese Fläche, haben wir gesagt, ist minus 2, also die Fläche 2 eigentlich, und hier hinten muss genau das gleiche rauskommen. Ihr wisst ja, Integrale, ein Integral von a bis b von f von x dx plus das Integral von b bis c fx dx. Das kann ich einfach schreiben als das Integral von a bis c fx dx. Also muss ich diese Integrale addieren können. Das heißt, dieses Integral hier drüben muss einfach den Wert 2 haben. Also immer merken, Integral berechnen für die Flächenberechnung könnt ihr machen. Ihr müsst aber fort auf Nullstellen untersuchen. Das gleiche gilt, wenn ihr die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen wollt. Also wenn ihr eine Funktion f von x habt. Und dann habt ihr eine Funktion g von x. Und ihr wollt die Fläche zwischen den beiden Graphen berechnen, zum Beispiel diese beiden. Dann müsst ihr aufpassen, da gilt ja die Formel für Integrale, für die Fläche zwischen zwei Flächen. Da kann ich einfach sagen, das wäre vorne a, das wäre hinten b. Von a bis b von f von x minus g von x dx, es gibt die Fläche. Jetzt muss es aber so sein, jetzt müsst ihr immer aufpassen, wo sind da Schnittpunkte, denn
der erste Summand hier muss immer die Funktion, die oberhalb ist. Das heißt, diese Fläche hier, f von x minus g von x, die wäre positiv, hier hinten wäre negativ. Ihr müsst also aufpassen, teilt in die Abschnitte auf und rechnet die Flächen immer auch einzeln aus und dann nehmt die Beträge davon. Dann funktioniert das Ganze auch immer einwandfrei. Also auch da einfach Acht geben. Nun, schön, dass ihr reingeschaut habt. Schaut mal wieder bei uns auf der Homepage vorbei. Es wäre schön, wenn ihr uns bei Facebook anklickt und ein Gefällt mir abgibt oder uns bei YouTube abonniert. Bleibt uns gewogen!